Chef? Alles klar bei dir? Was macht... Was macht denn hier so ein R2-D2? Was geht, meine Freunde, und willkommen zum bereits dritten Part von Far Out. Selene, ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist das der Name von dem Schiff. Und ja, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich will nur gucken, dass die Kamera auch richtig steht hier. Nicht, dass wir da irgendwas falsch machen. So, ich habe mich nochmal im Internet ein klein wenig mehr über das Spiel informiert. Also das ist wirklich so ein Hardcore, ja, es ist eigentlich schon so eine Art Simulationsspiel. Das ist nicht mal wirklich so eine Art Überlebenskampf oder so. Es geht einfach darum, du bist hier auf dem Schiff aufgewacht, in der Kapsel halt, und du musst halt wirklich schauen, dass du hier zurechtfindest, die Zeit lang. Bis halt neue Sachen passieren. Und es gibt einfach ein paar Sachen, die passieren erst, beziehungsweise schalten sich erst frei nach gewissen Zeiten. Und bis dahin muss man einfach wirklich die Zeit nutzen, um das Schiff zu erkunden. Was haben wir denn hier überhaupt? Warte, kann man Fenster aufmachen hier? Ja, genau. Und ich schlage vor, dass wir als allererstes mal uns einen kleinen Kaffee machen, so einen Espresso vom guten alten George Clooney. Und probieren dann ein bisschen weiter noch das Schiff zu erkunden. Weil hier gibt es echt noch ein paar Sachen, glaube ich, die man erforschen kann. Unabhängig jetzt davon, dass ich gerne in den vierten Sektor reingehen würde. Das dauert einfach noch ein bisschen, bis wir da rein können wahrscheinlich. Was haben wir denn hier noch so? Ah, das kennen wir schon. Glaube ich, wenn wir da aufdrehen, wird irgendwas überhitzt, glaube ich. Oh, hier ist gerade... Ja, irgendeine Leitung ist wieder geplatzt. Einen Moment, das muss ich jetzt schnell mal erstmal flicken. Feuerlöscher. Da. Jetzt müssen wir natürlich schnell mal gucken, wo das ist, das Feuer. Das muss gelöscht werden, meine Freunde. Wo ist denn das? Oh. Nee, hier ist das nicht. Das wird vielleicht im unteren Stockwerk sein. Hier auch nicht. Ah, hier. Oh, geh doch mal weg, du blöde Kiste. So. Schnell das Feuer löschen. So. Sehr schön. Erledigt. Okay. Dann... Ja, hier sehen wir auch, dass es... Ich weiß zwar nicht mal gerade... Ah gut, das Feuer ist unter Kontrolle. Okay, sehr schön. Dann begeben wir uns jetzt nochmal auf die Brücke. Und schauen nochmal, was wir an dem Computer alles so machen können. Und ich glaube, ich sollte... Ah ja, genau. Ich sollte die Energie auf hoch stellen. Ich mag dieses blaue Licht nämlich überhaupt nicht hier. Ich hoffe, dass die Soundqualität einigermaßen gut sein wird, weil die letzte Zeit habe ich ein bisschen Probleme damit gehabt. Man kann auch übrigens den Computer, ohne dass man sich in den Stuhl reinsetzt, starten. Ah, jetzt genau. Müssen wir nochmal kurz unseren Code raussuchen, weil ich habe den nicht mehr im Kopf. Das war hier gewesen, genau. Info und den aufs Display bringen. Was haben wir denn nochmal für einen Code? 1582, okay. Okidoki. Also, gehen wir nochmal zurück. Zum Schiff. Und jetzt zum Modus. Und jetzt machen wir auf hohe Energie. So, damit wir mehr Licht haben. Also, was habe ich gesagt? 1582. Sehr schön. Dr. Patterson. Jetzt müsste das eigentlich starten. Ich hoffe, dass das funktioniert ohne Probleme. Input Security ID. Sehr schön. Haben wir jetzt... Hä? Haben wir jetzt ganz ausgeschaltet? Ah, nee. Tipptopp. Sehr schön. Das können wir auch noch machen übrigens. That's an unusual view.
Oh my. Where am I? Tja, du weißt nicht, wo du bist, Junge. Da ist der Mars. Glaub mir. Da oben siehst du die Marsianer. Was wollte ich jetzt machen? Genau. Ich möchte mal schnell die Informationen vom... unserem Energiestatus würde ich gerne mal abrufen. Display. Es gibt übrigens auch einen Comic zu dem Spiel hier. Wie viel Energie haben wir denn noch? 30,7%. Modus haben wir auf hoch, das ist gut. Genau, in den Sektor 4 kommen wir einfach noch nicht rein und da wollen wir auf jeden Fall hin. Nochmal zurück. Info. Display. Da sehen wir auch nochmal den Energiestatus. Unsere E-Reserve ist bald aufgebraucht. Also die eine Frau, die wir übrigens schreien gehört haben, das ist übrigens diese Emmy hier. Und was mit der ist, das weiß ich natürlich auch überhaupt noch gar nicht. Aber Leute, ich sag's euch, das müssen wir zusammen herausfinden. Das ist was erledigt werden muss. Was wollte ich jetzt da nochmal machen? Genau. Ich wollte gerne... Info? Nee, das war's nicht gewesen. Entschuldigung, tut mir leid, auf Security wollte ich mal gehen. Und wollte mal gucken, ob man mit den Überwachungskameras vielleicht ein bisschen mehr was machen kann. Das müsste eigentlich das gewesen sein. Genau. Perfekt. Jetzt können wir hier nämlich zwischen den Überwachungskameras hin und her switchen. Aber ich glaube, viel kann man da nicht wirklich machen. Also wie gesagt, in dem Spiel musst du halt wirklich alles selber herausfinden. Ich meine, stellt euch vor, ihr habt keine Ahnung von gar nichts und wacht einfach im Weltraum in so einem Raumschiff auf. Und da müsst ihr euch erstmal, ich meine, kein Mensch ist da und ihr wisst nicht, was los ist. Und das Einzige, was ihr habt, ist einfach diese Steuerkonsole und ihr müsst euch einfach durch die Gegend klicken. Also, ich glaube, das würde jeder von euch so machen. Also gut, ja, das würde, glaube ich, jeder von euch machen. Erstmal wirklich auszuprobieren, was man hier machen muss und ein bisschen dies, das und keine Ahnung. Also, was haben wir gesagt, wie viel Energie haben wir noch? 30,7, okay. Also das ist auf jeden Fall ein etwas ruhigeres Projekt, würde ich mal sagen. Das ist sowas, wo man sich einfach eine Tüte Chips nehmen kann, sich zurücklehnen kann und dann einfach in Ruhe mal die Atmosphäre hier genießen kann in dem Raumschiff. Da oben kommen wir, glaube ich, immer noch nicht rein, gell? Wir können es ja mal probieren nochmal. Ah, ich kann eigentlich gucken. Nee, das ist rot, da kommen wir nicht rein. Was haben wir hier am Boden? Nichts Besonderes. Okay. Oh. Warte mal. Jetzt, lass mich das mal wegnehmen, bitte. Ah, ich glaube, das war schon. Das ist also nichts Besonderes. Vor allem, man weiß halt zum Teil echt nicht, was man hier drücken muss. Beziehungsweise, was das zum Teil auslöst. Also hier weiß ich, kann man, genau diese Schächte öffnen. Keine Ahnung wofür. Ich glaube, ein paar Sachen sind auch wirklich einfach nur so zum... dazu da, um halt wirklich das Raumschiff einigermaßen zu erkunden. Da kann man einfach nochmal die Fenster öffnen. Ja, das ist überhitzt. Was mich aber jetzt aber auch wirklich wundert, das ist mir das letzte Mal wirklich, aufgefallen. Ich frag mich wirklich, was mit der Rettungskapsel... Ah nee, die ist ja da. Das letzte Mal war die echt nicht da gewesen, wo ich geguckt habe. Oh, hier ist ja auch eine drin. Oder? Tatsächlich. Da auch. Von wo kommen die denn jetzt plötzlich alle? Das wundert mich jetzt aber, wieso geht diese Rettungskapsel da drinnen auf und diese? Oh shit. Oh, wir haben ein Problem mit der Elektrik. Energie, Power, Manual. Okay. Wahrscheinlich haben wir nicht mehr genug Energie. Gehen wir mal nachschauen.
Okay. Ah, dass der hier aber auch so langsam laufen muss. Was bringt... Da kann man nichts drücken, oder? Nee. Hör mal. Oh, 21,9%. Scheiße. Ich weiß auch überhaupt nicht, was passiert, wenn die Energie ganz unten ist. Ob das Schiff dann einfach... Oh, da können wir was trinken. Ob das Schiff einfach, ja, sag schon, einfach schwerelos durch das All schwebt und wird hier drinnen jämmerlich verrecken. Also, keine Ahnung. Aber das werden wir dann bald herausfinden. Da können wir nochmal eine neue nehmen. Das ist immer gut. Chef? Alles klar bei dir? Was macht... Was macht denn hier so ein R2-D2? Ja, lass dich nicht aufhalten. Was willst du machen? Was? Aua! Von wo... Hä? Von wo kommt der denn jetzt? Alles cool, hä? Huh? Ja, kannst schon mitkommen, wenn du willst. Ich will mal nachgucken, ob inzwischen vielleicht sogar die Tür zu dem Sektor 4... Oder erstmal gucken, ob da oben... wie ich ja gesagt habe... Ja, keine Sorge, ich lasse dich schon nicht allein. Kannst ja mitkommen. Genau. Was wollte ich jetzt nochmal nach... was wollte ich nochmal sagen, genau? Es ist mir entfallen. Genau, ich wollte mal nachgucken, ob inzwischen Sektor 4 offen ist. Und wie ich schon sagte, das stand auch in dem Artikel, wo ich gelesen habe, hier passieren von Zeit zu Zeit passieren hier halt einfach Dinge. Und das ist nicht so ein Spiel, wo du, wenn du weißt, wie es geht, einfach innerhalb von 2-3 Minuten durchspielen kannst. Da muss man sich halt zum Teil echt gedulden. Ach, und was ich auch noch herausgefunden habe, genau. Die Schreie, die wir das letzte Mal hier gehört haben, die stammten von uns, weil wir hier über die Glasscherben gelaufen sind. Guckt. Auf sowas muss man aber auch mal kommen. Ich meine, das hört sich für mich, ich meine, wir spielen ja einen männlichen Protagonisten und das hört sich für mich an, als wäre das eine Frau, oder schreit, aber na gut. Wofür die hier sind, weiß ich immer noch nicht, aber gut. Hier kommen wir halt leider immer noch nicht rein. Aber da will ich echt hin. Ich weiß nicht, was da ist, aber ich will da hin. Okay. Alles. Mach mal lieber. Ich verlass dich schon nicht. Komm mit. Du kannst einfach mitkommen. Guck mal, der hat da hinten sogar so einen kleinen Staubsauger. Mega geil. Der kann den Boden sauber machen erstmal. Ja, gut. Das geht nicht. Alles cool. Das weiß ich ja noch, wenn man sich in die Rettungskapseln reinsetzt, ist das Spiel einfach beendet. Aber das ist nicht das Ziel. Das könnte man machen, aber das ist nicht das Ziel. Wir könnten uns unten mal ein bisschen umgucken, ob es inzwischen was Neues gibt. Die kann ich eigentlich ausmachen. Gibt es hier irgendwas noch zu entdecken? Die lesen aber auch alle nur Comics, hä? Dass wir aber auch keine Schuhe anziehen können, das wundert mich. Ich meine, die liegen hier. Okay. Ah, ich weiß noch im allerersten Part, wo wir hier standen und die Frau schreien gehört haben und ich dachte, das wäre eine Tür hier eigentlich. Aber das ist ja nun, das sind ja nur so 4 Spinte. Spinte! Wir könnten eigentlich auch mal nur... Ah ne, den Code habe ich gerade nicht. Ah doch, den habe ich doch hier. Ich habe den mir doch notiert. 755. Ich glaube zwar nicht, dass das groß was bringt. Vor allem, wir haben Kleider an. Können wir mit Kleidern duschen gehen? Das will ich mal ausprobieren. Ich denke schon. Nee, oder? Nee, das geht nicht. Nee, geht nicht. Aua, wieso geht das nicht? Nee, geht wirklich nicht. Ja, nur. Oh, wartet mal. Ah, nee, ach, schade. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwas Cooles. Ist nur Zahnpasta oder irgend sowas. Hier ist aber auch nichts. Da ist auch nichts drin. Was ist jetzt los? Scheiße. Die Energie ist auf dem niedrigsten Level, also beziehungsweise im kritischen Zustand. Kommt der kleine... Hä? Oh, der ist gar nicht mehr... Der war doch eben gerade damit drinne. Okay. Okay, lasst mal gucken, wie viel Energie wir noch haben.
Also überall sind die Leitungen jetzt überhitzt. Da kann ich jetzt auch nichts mehr aufdrehen. Hier kann man das Fenster noch aufmachen, um ein bisschen frische Luft reinzulassen. Jo. Da kannst du eine Runde den Boden mal saugen. Sieht auch schlimm aus hier. Was hast denn du die ganze Zeit gemacht, während ich geschlafen habe? Das kann es ja nicht sein, mein Freund. Überall Knöpfe, aber nichts passiert. Wie viel Energie haben wir denn noch? 12,7%. Jo. Everything is drained. We're down to so little. How is that possible? Hm, ich weiß es auch nicht, mein Freund. Bei dem steht jetzt die Security-ID, die stand ja vorher nicht, da war ja vorher Fehlermeldung bei der auch. Oh, wartet mal. Ey, ich will mal wissen, was wir damit anfangen können, warte mal. Das ist ja hier der Captain, glaube ich, ne? Navigator 1903. Oh, vielleicht können wir damit jetzt den den vierten Sektor aufmachen. Ich Depp hätte doch mal früher gucken sollen. Was habe ich gesagt? 19 1903. Komm schon. Hoffentlich hat er genug Berechtigung dafür. 1903. Ja! Der Sektor ist offen! Wir kommen rein! Ja, dann komm mit, mein Freund. Scheiße, wir haben aber auch nicht mehr viel Energie. Jetzt geht's aber echt um die goldene Wurst hier, mein Freund. Wir haben auch nicht mehr viel Zeit. Aber ich bin jetzt. Oh, jetzt bin ich gespannt, was da drin ist. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir da reinkommen. Also wir hätten echt einfach nur ein bisschen abwarten müssen, bis die Energie unten ist. Dann haben sich die Sicherheits-IDs von dem Captain und von der wie hieß sie? Emmy. Haben sich von alleine irgendwie eingetragen, wo auch immer die herkommen. Ich weiß es nicht, Leute. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind sie jetzt drin, ne? Oh, Leute, die Tür ist offen. Jetzt bin ich gespannt. Was ist das denn? Kommt der? Der kommt wenigstens mit. Okay, hier ist ein Raumschiff. Das ist schon mal ganz geil. Weil in den Rettungskapseln, die können ja meistens selber nicht fliegen. Die fliegen... Ja, ist okay. Die schweben meistens einfach nur wahllos im Weltraum dann rum. Aber mit dem Ding können wir sogar entkommen. Ich will mich nur ein bisschen mal umgucken. Was haben wir hier so? Energiezellen? Hier scheinen noch mehr von diesen... Was ist das denn? Das Ding sieht aus, als könnte es laufen. Hier ist keins. Hey, oh, von wo kommen wir denn hier hin? Storage Room. Wollen wir da erstmal gucken gehen? Ja. Ist mir egal, ob der Part jetzt ein bisschen länger wird. Das will ich jetzt erforschen hier. Das ist wieder Sektor 2. Aha, jetzt kommen wir einfach von der anderen Seite. Ah, von hier ist der Droide gekommen. Denke ich mal zumindest. Ich lass dich schon nicht allein. Komm einfach mit, aber hör auf, die ganze Zeit hier rumzu labern. Okay. Nee, wartet mal. Da konnte ich doch noch gerade irgendwas bin. Kann ich echt. Bam! Boah, ich dachte gerade, ich hätte irgendwas gehört. Oh, wir müssen uns beeilen, Leute. Ich glaube, ich weiß nicht. Vor allem wegen der Energie einfach. Ich dachte, mein Handy vibriert, aber das ist mein Handy hier. Im Spiel ist es gewesen. Das ist der Droide. Ich habe jetzt echt gedacht, mein Handy vibriert. Okay, wir wollen hier einsteigen. Wir wollen hier wegfliegen mit dem. Geht nicht einfach so. Was müssen wir machen? Ja.
Mann, erschreck mich doch nicht so. Okay, ist ja ganz cool, dass wir jetzt hier sind, aber ich weiß nicht, was wir machen müssen hier. Ich dachte, wir können da einfach einsteigen und gut ist. Okay, ich kann hier höchstens hochspringen, aber ich komme da nicht rein, ne? Mann, was müssen wir denn machen? Oh oh, gar nicht gut. Ja, und jetzt? Nuklearzelle. Ist okay, ich hab's verstanden. Was? Oh, was haben wir hier? Ah, hier können wir was machen. Kontrollsystem. Normale hoch? Geht das? Wir können es nur nacheinander. Was passiert denn da überhaupt? Und jetzt? Was haben wir jetzt gemacht? Ja, ich hab's verstanden. Haben wir jetzt... Nee. Komisch. Wir können jetzt höchstens mal... Oh, hier hinten hat es noch mehr, sehe ich gerade. Aber für was ist das denn? Ich dachte zuerst, vielleicht öffnet sich das Hangar-Tor. Aber das war's. Scheiße. Was haben wir hier? Haben wir irgendwelche Knöpfe, um das aufzumachen? Auch nicht wirklich. Wir können jetzt mal probieren, höchstens die Treppe noch nach oben zu gehen. Vielleicht ist das Tor inzwischen offen. Komm, lass mal schnell nachschauen. Kannst du mir doch nicht sagen, dass wir in so eine blöde Rettungskapsel jetzt reinsteigen müssen und das war's jetzt, oder wie? Scheiße, wir haben auch keine Energie mehr. Ist natürlich jetzt relativ blöd. Ich weiß halt nicht, was mit dem Schiff passiert, wenn die Energie ausgeht. Nee, da ist immer noch zu. Oder? Auch wenn die Treppe grün leuchtet? Hä? Muss man die noch irgendwie aufmachen? Nee, da können wir aber nicht hoch. Ich glaube, die Tür ist... Scheiße. Verdammt. Geh doch weg! Ey, will der mich verarschen? Scheiße. Energie ist aus. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein Problem. Wie viel Energie haben wir noch? 0%. Und jetzt? Scheiße. Ja, was kann ich denn mit der ID von der... Ein bisschen Energie haben wir noch. Was kann ich mit der ID von der Emmy anfangen? 7, 4, 3, 5. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. 7435. Vielleicht. 7435. Es
es ist ja eigentlich alles offen. Kannst du mir doch jetzt nicht sagen, dass das... Cargo Ship. Du. 7435. Alarm, low, high, automatisch. Das bringt mir nichts mehr, wenn ich jetzt die Energie verstelle. Oder? Nee. Scheiße. Also wirklich scheiße. Ich weiß nicht. Es ist alles freigeschalten eigentlich jetzt. Alles unlocked. Einfach die Tür da oben nicht. Ich weiß nicht, wie wir da reinkommen. Kann man hier irgendwas drücken? Oh nee, verarsch mich jetzt nicht. Scheiße. Oh! Hab ich mich erschreckt? Was ist denn das? Sag nicht, wir sind gestorben. Sieben Minuten später. Was war das denn? Sind wir jetzt hier oben? Mehr oder weniger. Ich glaube, das sollte nicht so sein, oder? Wir können doch... Scheiße. Ah, hier, kriechen. Tatsächlich, wir sind jetzt hier oben. Nein, ich hätte da nicht nochmal drauf drücken sollen. Oh, ich depp. Ja, wir kommen ja gar nicht mehr runter. Scheiße. Verdammt. Jetzt ist natürlich die Frage, kommen wir hier überhaupt noch runter oder habe ich mich jetzt in eine Scheiße geritten? Da drücke ich nicht mehr drauf, das weiß ich inzwischen. Scheiße, kommen wir da? Wir haben ein Problem, Leute. Ich stecke... Stecke ich fest? Ich glaube, ich stecke tatsächlich fest. Da kommen wir auch nicht rein. Wieso sollten wir auch dahinter? Jetzt mal ohne Scheiß. Da kommen wir auch nicht lang. Super, und das Ding ist auch leer. Das Einzige, was ich jetzt noch probieren kann, ich kann schnell aus dem das Spiel kurz verlassen, dann speichert's und gehe dann wieder rein und will mal gucken, wo wir uns dann befinden. Jetzt gehen wir nochmal rein. Bei der Zeit unten stand aber 0 Minuten und 0 Sekunden. Nicht, dass wir jetzt wieder ganz von vorne starten. So, jetzt bin ich gespannt. Ah, scheiße, wir sind immer noch hier oben. Das ist gar nicht gut. Ich glaube, Leute, ich habe ein Problem. Ich komme hier nicht mehr raus. Also. Hä? Ah. Nee, ich will es nicht werfen. Das ist nicht richtig, was ich hier mache, gell? Ich glaube, die Tür hätte gar nicht zu sein dürfen. Oder offen. Und da komme ich jetzt aber auch nicht lang, gell? Hä?
Okay. Was war das denn jetzt gerade? Scheiße. Was war das? Das ist sicher der Droide gewesen. Ja, scheiße, ich häng fest. Okay, Leute. Ich denke, dass ich an dieser Stelle den Part beenden muss. Tut mir leid, aber keine Sorge, ich mache auf jeden Fall noch einen weiteren. Und zwar einen, wo das Ende noch drin ist. Tut mir leid, dass das jetzt so gekommen ist. ja, kann ich jetzt leider auch nichts dazu dagegen machen. Ja, aber wie gesagt, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Und wir sind natürlich trotzdem ja wieder ein Stück weitergekommen. Und wie gesagt, bewertet das Video ruhig, je nachdem, wie es euch gefällt. Und ich hoffe, ihr schaltet auch zum nächsten Part wieder ein. Und ja, das wäre sonst alles. Ansonsten würde ich noch sagen, Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Haltet die Ohren steif, habt einen schönen Abend und ciao.